Morgen. Morgen. Wisst ihr, wo wir heute sind? Ich weiß es. Ich auch. Wir sind nämlich hier in Hockenheim. Im Porsche Experience Center Hockenheimring. Oh. Warte, riech mal. Oh. Rennluft. Hier riecht nach Boxengasse, hier riecht nach... Nach Benzin und nach Mundgeruch. Und nach Strom riecht ihr hier. Wisst ihr, was wir heute vorhaben? Das hier ist unsere Strecke, gehört heute uns ganz alleine und wir fahren heute Taycan. So sieht's aus. Ich muss dazu sagen, wir fahren Taycan Turbo S. Let's go! Alter Schwede! Jetzt pass auf, was da alles für Autos stehen, hey, Leute. Ich glaube, das ist. Wenn wir das jetzt zeigen, dann wisst ihr, dass so, na, wir nicht nur ein Video drehen können. Wir können hier nicht wegfahren. Also pass mal auf, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, weil ich habe den ganzen Tag Zeit. Von mir aus baue ich mir hier gleich ein Zelt auf. Ich bin die ganze Woche hier. Guckt mal bitte das, was wir gerade sehen. Guckt mal bitte. Siehst du den roten? Siehst du den roten? Ja, ich sehe den roten. Aber wir fahren heute Taycan. Wir gehen mal rein jetzt. Aber komm, wir gehen jetzt erstmal rein. Wir müssen auch rein. Jetzt benehmen wir uns aber. Benimm dich. Ja, du aber auch. Ja, aber jetzt, einmal freundlich. Tu einmal so, dass man dich mag. Okay. Also. Okay. Hallo. 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 Das ist mein Freund Axel. Ich bin der Axel. Herzlich willkommen. Und ich bin der Matthias. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Anreise. Sehr angenehm. Ja, sehr. Wir haben hier einen Termin. Und zwar haben wir uns angemeldet für den Taycan. Den würden wir heute gerne mal so ein bisschen ausprobieren. Ja, genau. Sehr gerne. Der Felix ist der zuständige Instrukteur heute. Servus, grüß dich. Hi, grüß dich. Der begleitet Felix. Euch nach vorne. Ihr könnt erstmal einen Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk zu euch. Nee, wir gehen gleich zu den Autos. Ja, direkt. So, dann wo steht denn unser Bock? Direkt unterm Vordach. So, nach dir, so folgt mir einmal. Taycan Turbo S. Der gehört uns jetzt den ganzen Tag. Das ist aber wirklich sehr gut. Den dürft ihr heute den ganzen Tag testen, ja, auf Herz und Nieren. Das ist jetzt nicht irgendein Taycan, wir haben Taycan Turbo S. Ah, so. Gott, warte, das wie viele Turbolader hat der Turbo S? Niente. Ja. Kein. Niente. Also, er heißt aber so, weil er so viel Bums hat wie ein Turbo S. Nur ja, noch viel mehr. Ja. 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Ne? Da sind wir in dem Bereich von einem GT2 RS. Ja. Wir haben 1050 Newtonmeter. Das sollte auch erstmal reichen. 1050 Newtonmeter, das hast du halt bei Verbrennungsmotoren nicht. Reicht schon, Felix, brauchst du gar nicht mehr zu erklären. Wir können jetzt erstmal schon mal Münze werfen, wer fährt. So. Du hast dein Portemonnaie vergessen? Pass mal auf, ich zeig dir mal ganz kurz. Ich hab eine Münze, genau die. Und jetzt zeige ich dir erstmal, pass mal auf, wir machen das so. Tja, Matthias. So? Ja, da. Wo? Da ist sie doch, da ist sie. Also? Matthias, wer darf zuerst fahren? Der die Münze hat. Du musst erstmal die Münze werfen. Kopf oder Zahl? Ich nehme Zahl. Ja! Und danke für den Euro. So, den Schlüssel. Das ist meiner, gib den wieder her. Gib ich dir gleich wieder. Den kriegst du gleich wieder. Wofür brauchst du den? Um Einkaufswagen zu schieben oder was? Nein, um einzukaufen. Ja, Gott, Leute! So. Wir haben zwei Motoren. Wir haben zwei Motoren. Vorderachse ein Motor, an der Hinterachse ein Motor. Die Motoren sind permanent erregt. Permanent erregt, das merkt man schon, das ist ein sehr potentes System. Ja, ne? Das. Ja. Okay. Ja. Hat den Vorteil, dass sie nicht so thermische Probleme haben. Das heißt, wir können das Auto Launch Control, Launch Control, Launch Control, Launch Control. Das gefällt mir. Und dann 26 Mal habt ihr das gemacht. Ne? 26 Mal. Und wir 26 Mal 0 bis 200, Leute. Und das Auto juckt es nicht. Ne? Also es fällt immer diese 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Wirklich? Ja. Weil das ist ja beim Tesla, kann man ja offen sagen, keine Ahnung, ich glaube nach dem dritten Mal. Porsche sagt über 10 Mal, das ist die offizielle Formulierung, also über 10, aber es gibt Videos schon, die geteilt wurden vom Newsroom mit 26. Was noch besonders ist, Vorderachse, ganz klar Elektromotor, ne? Getriebe aber nur zur Drehzahlangleichung Motor, Räder. An der Hinterachse, das ist jetzt was ganz Besonderes, haben wir ein Zweiganggetriebe, das gibt es so bei Elektroautos nicht. Mhm. Ne? Genau, der einzige.
Genau, genau. Hat direkt zwei Vorteile. Du kannst dir vom Verbrennungsmotor schon ableiten, der Verbrenner hat im ersten Gang mehr Bums als im zweiten. Mhm. Ist bei dem genauso. Ja? Hat den nächsten Vorteil, der zweite Gang ist sehr lange übersetzt, doppelt so lang wie der erste Gang. Das heißt, wir sind bei Autobahngeschwindigkeiten deutlich effizienter als andere Fahrzeuge. Braucht einfach weniger Energie, genauso wie beim Verbrenner auch. Genau, genau. Und ist auch, das Fahrzeug ist da relativ smart. Ne? Wenn wir auf den Sportmodis fahren, wird der erste Gang immer genutzt, also immer volle Attacke. Mhm. Und bei 1050 Newtonmetern brauchen wir den ersten Gang nicht zum Anfahren. Ja? Ja. Das heißt, wir können direkt im zweiten Gang anfahren. Das macht das Auto dann automatisch im normalen Modus oder im Range-Modus, Range-Reichweite. Da fahren wir direkt im zweiten Gang an. Und noch Besonderheit, das ist der erste Porsche, der Frontantrieb hat. Ja? Wenn wir im Range-Modus sind, fahren wir Reichweiten optimiert. Und wenn wir dann im Teillastbereich sind, also im Teillastbereich Leistung abrufen, dann haben wir Frontantrieb. Okay. Weil der Motor schlecht an der Vorderachse. Welcher Modus ist das? Range, das ist eh nichts Range für uns. Kein alles klar. Range wird heute nicht reingemacht. Kein Range. Wie weit fährt er? Letzte Frage. 280 Kilometer haben wir Reichweite angegeben. Ja. Er fährt 280 Kilometer auf der Rennstrecke. Ja, Rennstrecke, wir haben hier momentan Probefahrten. Also ihr schafft es wahrscheinlich 120, ich weiß es nicht. Müssen wir ausprobieren. Okay. Das müssen wir ausprobieren. Okay, alles klar. Aber finde ich cool, dass ihr das so offen, ja, ihr probiert das heute aus. Ja, gut, wir fahren ja auch sehr hochdynamisch, ne? Dann ist der Verbrauch auch ein bisschen höher. Genau. Und danke für euer Vertrauen. Also, das ja. So, Felix, vielen Dank. Ciao, bis später. So, bis morgen. Jetzt geht's los, oder? Alles klar, dann legen wir los. So. Ich fahr vor. Ich habe jetzt den weißen Taycan. Das heißt, einfach nur hinterherfahren. Das wirst du wohl hinkriegen, oder? Einfach den weißen Taycan hinterherfahren. Also Leute, das ist eine schöne Verabredung hier, die wir mit Porsche haben. Die haben gesagt, hör mal, habt ihr beiden Vögel nicht mal Bock, den Taycan zu fahren? Auf dem Hockenheimring? Also haben wir gesagt, ja. Haben wir gesagt, so haben wir ein bisschen überlegt, haben uns da eine Woche Zeit gegeben und dann haben wir gesagt, ja, okay. Ey, warte mal, ich muss das erstmal genießen. Ja, laber doch nicht. Ja, okay. So, pass mal auf, ich habe jetzt hier mal eingestellt Sport Plus Modus. Ich glaube, das ist okay. Das ist, glaube ich, okay. Okay, wir machen jetzt Launch Control im Taycan. So, bist du bereit? Ja. Boah, alter Schwede! Ey, was ist denn hier los? So, mach nochmal. Warte mal, mein Kopf ist noch da hinten. Jetzt kommt das Gehirn gerade an. Ey. Ey, das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr. Zieh bitte einmal so durch. Da ist glatt, ne, da in der Mitte, da musst du aufpassen. Mach jetzt mal Vollgas. Alter. Oh Gott. Ey, Junge, wie kann man denn, wie geht das? Das ist doch jenseits physikalischer Gesetze. Jetzt mit mal. Kalten Reifen und Regen. Wir haben auf nasse Strecke, ja. Wir haben draußen wie viel Grad? 6 Grad. So, das muss ich jetzt direkt nochmal machen. So, Sekunde. Ja, Launch Control Sport Plus hat er. Los. Ja, ist ja gut. Alter, bremst! Mach nochmal. Ey Junge, das ist doch nicht der. Das kann man doch nicht glauben. Das ist auch krass, das ist wirklich krass. Ey, vor allem, ich muss mich wirklich beherrschen. Ich muss irgendwann. Ist das Blut aus meinem Kopf raus, dass es Signal gibt, das Bremspedal durchzulatschen, ne? Weil sonst heben wir ab. Ja, genau, wir werden abheben. Ich finde, Das ist der zweite Gang. Und der kommt bei 100 km/h gefühlt ungefähr, ne? Alter! Und dann schiebt der die Audi dann nochmal das Knie ins Kreuz. Das gibt's ja mal. Sag mal, Felix, was ist das? Ist das der zweite Gang, der da reinballert? Ja, los, bei ca. 80 km/h. Der Lastwechsel, wie du das spürst, ist tatsächlich der Gangwechsel. Also die Ingenieure haben das so appliziert, dass du es auch merkst. Also mega. Ja, mega. Alter, das fühlt sich an wie ein Schlag in den Nacken, wenn der zweite Gang da reinkommt. Was für ein Ofen, ey. Geil, ey. Aber Matthias, lass den jetzt nicht absaufen, ne? Ja, ich probier's. So. Kupplung ist links, weißt du ja. Vor allem, weißt du, was ich auch total geil finde? Dass hier gar keine Knöpfe mehr sind, ne? Es ist nicht ein einziger Knopf. Außer am Lenkrad vielleicht noch. Ja. Es ist kein Knopf mehr. Alter! Boah, ey, Alter! Willst du mich. Sag mal, ist das denn ernst? Alter, wie das Ding lenkt. Das ist ja nicht mehr feierlich. Oh,
Alter! Ich muss, wo geht das ESP aus? Wo geht das ESP aus? Warte, wo geht das ESP aus? Wo geht ja, das so weit ESP war ich aus? Ja noch gar nicht. Da oben. Eingeschränkt. Ausgeschränkt. Okay. Aus. Aus ist aus, ne? Hast du irgendwelche Fragen? Hey, Junge! Hast du irgendwelche Fragen? Ey! Matthias, jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben beide schon Autos gefahren, ne? Alter Schwede, ist das Auto krass. Alter Schwede, ist dieses Auto krass. Vor allem mit welcher Geschwindigkeit der das macht. Okay, wo kann so ich einen bestellen? Wo muss ich unterschreiben? Das Auto ist so krass, weil natürlich die Elektromotoren, also dieses ganze PSM-Regelung, Kraftverteilung, Porsche Torque Vectoring und so weiter und so fort, das passiert natürlich bei so einem Elektroauto mit Elektromotoren in aller schnellster Geschwindigkeit, viel schneller als bei einem ganz normalen Auto. Und deswegen reagiert dieses Auto viel krasser und viel schneller auf Lenk- und Gaspedal und auf Bremsbefehle. Und das ist einfach nur ultra krass, wie der reagiert, wie das Auto driftet. Das ist nicht mehr feierlich, Leute. Das ist eigentlich schon eine Frechheit. Das ist kein Elektroauto. Das ist ein Sportwagen mit E-Antrieb. Alter, wenn der zweite Gang reingeht, das ist wirklich sowohl das Geräusch als auch der zweite Gang. Es ist nur einer, der dann reingemacht wird. Als auch das Fahrverhalten. Boah, allgemein, Alter, ich kann in der Kurve leicht aufs Gas gehen, dann fängt das Auto an, sich raustreiben zu lassen, rauszudriften. Und es fühlt sich an und es fährt und es bewegt sich wie ein ganz normales Auto. Das fährt sich wie ein Porsche Turbo. Guck dir das mal an. Ich kann so einen schönen Heckschwänzler machen. Sauber an der Grasnarbe entlang. Und alles ist cool. Nichts überrascht dich wie bei anderen Autos. So, sondern das ist einfach ein Porsche hier. Leute, das ist ein Porsche. Mit Elektroantrieb. Ist das... Ich bin echt schwer begeistert, ne? Wirklich, guck mal, wie der die Seiten wechselt. Es ist eiskalt draußen. Es ist eiskalt draußen und das Ding geht. Ah! Oh, Alter, das ist doch... Guck dir das mal an, wie der zackt. Ja. Das Ding wiegt 2,3 Tonnen, Leute. 2,3 Tonnen. Die Batterien sind alle unten. Ja, deswegen ist der Schwerpunkt so tief. Ja. Guck dir das mal an, wie das hin und her geht. Junge, ich brauche eine Eishockey-Verkleidung, wenn du mich hier so hin und her schmeißt. Was hast du rausgeschmissen? Nur das Rocky. Achso, ja, dann ist nicht so schlimm. Alter, Leute, dieses Auto, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Weißt du, du siehst diese Autos immer, ist das erste Mal, dass ich Taycan fahre. Und du siehst dieses Auto immer und alle sagen, oh, fährt super und so, ne? Und dann denkst du immer so, du liest das, du sitzt zu Hause im Internet, im Flugzeug oder sonst wo. Der Axel fährt mit der Bude quer. Weil das Auto das kann, nicht weil der Axel das kann. Nein, das kann der Axel, aber... Das ist brutal, wie dieses Auto auf alle Befehle reagiert, die der Fahrer gibt. Das ist nicht mehr wahr. Ich sitze zu Hause und lese die ganzen Kommentare von den Leuten, die dieses Auto gefahren sind. Und alle schreiben immer, wow und wow und ui und bumm und bam. Und alle sagen, ja, und der fährt sich so neutral und dies und jenes. Dann sitze ich immer zu Hause und denke so, wartet mal ab, ich will den selber fahren, weil ich... Glaub das erstmal nicht, was da steht. Das ist wirklich Elektroauto Next Level. Das ist sowas von heftig. Alter. Der Axel hört auch nicht mehr auf. Was? Der hört auch nicht mehr auf. Der Axel hört heute nicht mehr auf. Nee. Boah, Alter, ey. Alter, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ne? Ich bin wirklich, ich möchte nichts anderes mehr machen, außer in diesem Auto sitzen und fahren. Ohne Witz.
Das bockt ja wie die Hölle. Das ist ja unfassbar. Oh Gott. Das ist nicht mehr normal. Nee. Das ist wirklich nicht normal. Nee, weißt du, das ist... Jetzt mal ohne Witz, wo soll denn da bitte die Reise noch hingehen? Es gibt ja so viele Autos, wo man denkt, ja, das war's jetzt aber auch. Ne? Es geht nicht mehr schneller und man hat sich an das Gefühl gewöhnt. Und okay, schön und gut, vielleicht ein bisschen blau, vielleicht ein bisschen grün, vielleicht da noch ein bisschen breiter. Aber das Ding, Alter, das katapultiert dich ja ins Weltraum. Tesla Model S, ohne dass er hier nebendran steht, kann einpacken. Ja. Ganz ehrlich. Weil das alles, das ist halt ein Porsche. Und das ist die Qualität von Porsche, das ist der sportliche Anspruch von Porsche. Das ist die wirklich bedingungslose Performance von Porsche und das andere ist ein Elektroauto. Meine Meinung. Und ich glaube, die Erwartungen sind natürlich mega hoch hier, ne? Und die werden natürlich extrem schnell, würden schnell abflachen, wenn die nicht erfüllen würden. Ich finde, ganz ehrlich, dass der auch geil aussieht, ne? Ja. Der ist halt, ne? Also, der hat eine mega schöne Seitlinie, finde ich. Und die Front ist irgendwie Elva. Weil kein Motor vorne, deswegen diese kurze, flache Motorhaube, deswegen ist das irgendwie Elva. Aber es ist halt ein komplett eigenständiges Auto, weil halt neu, erste elektrische Baureihe. Ja, ich finde den mega. Ich fand den auch in der Farbe, finde ich, die Farbauswahl ziemlich geil. Es ist schön unaufgeregt, schön schwarz, ne? Und schwarz, 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 ja, schwarz. Genau, das ist genau mein Ding eigentlich. Und ja, mit so dem Heck, so den muss ich ja nicht sagen. Also, wenn ich einen Porsche Po sehe, dann muss ich direkt drauf küssen. Also ist einfach so. Ja, ist einfach ein schönes Auto. Komm, wir fahren noch eine Runde. Ja. Okay, also ihr fahrt mir jetzt einfach hinterher. Wenn ich die Strecke verlasse, verlasst ihr auch die Strecke. Strecke verlassen, sollen wir auch hinterherfahren, wenn du ins Gras fährst? Mach doch mal. Nee, das wird nicht vorkommen. Durch die Kamera sehe ich gar nicht mehr, wo ich hin muss, ey. Kurz mal kommen lassen, ein bisschen gerade stellen, so. Ist irgendwie rund, du fährst. Ah, da kam er schon, der ABS-Klaus. Also das ist schon... Alter. Was ist? Was ist? War gut. Was ist, fragst du mich? War schön geöffnet, was? Ja. Ja, komm, ein bisschen Spaß muss auch sein. Ja, ein bisschen. Wie nimmt der denn hier im zweiten Drittel oder was? Vorher nimmt der den. Alter, das Karussell ist mega, ne? Porsche hat hier wirklich eine so sensationelle Strecke in diesen Hockenheimring reingebastelt. Das ist mega. Es geht rauf, geht runter, Mini-Karussell ist eingebaut, zwei schöne Geraden. Wo wir jetzt, gib mal Gas, 110, 20, 30, 40, 50, 60, Alter, ja, ich 170 fast. Ist mir zu nass, ohne Gas gemerkt. Ja, ist ja gut. Boah, alter Schwede. Also 170 mit Angstpipi. Ne? Und das ist einfach eine geniale Strecke. Enge, kleine Kürfchen, dann hast du hier einen riesengroßen Kreisel, wo du in drei verschiedenen Radien driften kannst. Das ist das Gegenteil von Driften. Ja, ich weiß. Das sogenannte Vorderachs-Driften nennt man das. Alter. Das ist Hammer. Junge, ich kriege das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht geschossen. Wirklich. Mega. Und man muss das ja auch einordnen. Wir sind ja wirklich schon viele Sachen gefahren, wir beide, ne? Ja, du ja noch mehr als ich, ne? Also ist ja egal, aber trotzdem, weißt du, wenn wir zwei hier drin ausflippen, dann weißt du Bescheid, dass das ein Auto ist, was man einfach machen kann. Das ist nicht, das kann man nicht nur machen, das ist für mich das Nonplusultra, ohne Scheiß. Das ist echt wirklich, auch die Verarbeitung und die Sachen hier, die im Innenraum sind, ne? Dieses Porsche-typische Design haben sie weiterentwickelt auf den quasi elektrischen Level hochgehoben. Man ist dann doch froh, wenn man den Track verlassen hat und alles ist noch ganz. So, weil man will ja Spaß haben, ne? Aber auf der anderen Seite wenn wir natürlich auch gut mit dem Material umgehen. Und wenn die hier die Strecke erstmal neu gebaut haben und die noch nicht mal offiziell eröffnet ist, dann sollte man zumindest Einschläge vermeiden, ist meine Einstellung. Oder so ein Taichan mal eben so zerstören, das muss nicht sein, oder? Nee, weil der kostet ja auch 200. Ne? 200 was? 1000 Euro. Ja.
einfach. Da ist aber andere Reifen drauf da vorne. Alter, wie der an der Vorderachse einlenkt, das ist nicht mehr schön. Dieses Reinziehen hier, das ist mega, Alter. Oh, ich hasse es, ich hasse es. Was? Ich bin hier an der Schnur drüber. Weißt du, ich bin total vorsichtig. Und ich dann bin auch total vorsichtig. Ja, genau. Ja. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 150. Ich hab schon 170, Alter. Mitgebremst. Jetzt bin ich gespannt aufs Karussell. Ich finde es so genial, dass sie hier ein Karussell hinbauen. Weißt du, in Leipzig haben sie Corkscrew nachgebaut. Hier bauen sie das Karussell vom Alter, das, die ganzen Gehkräfte, die bedrücken mich so, ne? Auch das hier, das Rausbeschleunigen ohne Traktionsverlust, ist so genial gemacht. Merkst du aber, ne? Bremsen auch. Ey, wie viel der rekuperieren kann, das ist so krass. Was machst du für Geräusche? Ah, ah, ah. Kennst du, Wayne? so ein leidender Schmerz ist sowas wie Muskelkater, wo man weiß, ah, tut eigentlich ein bisschen weh, aber ist auch ein bisschen geil. Das ist, ey, das war bei 80, bam, voll drauf gelandet und die ganze Mannschaft in dem Auto kriegt einen Nackenschlag. Aua! HWS-Syndrom? Alter, ey. Schleudertrauma? Ey, das ist wirklich. Was ist ein Schleudertrauma? Das ist wirklich nicht mehr feierlich, ne? Dann laden wir den Bock mal. 182 Kilometer haben wir immer noch, ne? Also ja. Wir haben 100 Kilometer nur verbraucht. Ja. So von der Reichweite. Obwohl wir eine Stunde und 10 Minuten. Und zwar richtig gemacht, ne? Ich hab's ja gesehen. Ja. Also. Das ist schon ziemlich, wirklich sehr beeindruckend. Ja. Ja. Absolut. Aber es ist krass, weil die Leute haben wirklich irgendwie Schiss vorm Laden. Deswegen mach mal, steck mal an. Du hast noch nie ein Elektroauto geladen, nee, ne? Nee, hab ich nicht. Aber ich habe das hier schon im Video gesehen. Da muss man nämlich hier Hokus Pokus Video sagen. Warte, warte. Musst du einfach nur anfassen. Ja. Kaum macht man es richtig, schon geht's. So. Ne? Kaum macht man es richtig, ja, geht's. Ja, das war's, oder? So, Kabel. Wireless ist es noch nicht. Jetzt ja. Holst du mal die Zapfpistole. So. Die Zapfpistole, Mensch. So. So, ich habe mich immer gefragt, wenn ich ein Auto lade in der Stadt und dann ist irgendein Otto, der sagt, haha, aber geht nicht, ne? Nee, wenn du das Auto abgeschlossen hast mit dem Schlüssel, dann ist es verriegelt, dann kann dir nichts niemand klauen. Weißes Blinken heißt Kommunikation, das heißt, die beide checken sich gegenseitig ab, Ladegerät und Auto, damit das Auto weiß, okay, du bist ein Taycan und eben kein i3. Also das ist quasi jetzt Elektroauto-Tinder. Das ist Elektroauto-Tinder, ja. Das wird jetzt gematcht, so, jetzt hatten sie gerade ein Match, jetzt fängt das gleich grün an zu blinken. Okay. Grün blinken heißt, okay, es wird geladen. Ja. So. Okay. Wie lange braucht der, bis der voll ist? Wir haben jetzt hier einen 11-kW-Lader. Ne? Das ist eher für zu Hause, ne? Für zu Hause. Du hast eine Ladezeit 5-80% Akkukapazität in 6-8 Stunden. Das heißt, über Nacht ist die Karre voll. Und wenn du auf der Langstrecke unterwegs bist, haben wir jetzt die beste Ladeleistung, die wir haben, sind diese Ionity-Ladeparks, die jetzt gerade im Aufbau sind. Die Ladesäulen haben 350 kW. Unser Auto zieht maximal 270 kW. Das ist schon Top-End. Mhm. Und damit hast du das Auto in 5-80% Kapazität wieder in 22,5 Minuten voll. Das heißt, das auf der Langstrecke holst du dir den Kaffee, Auto wirklich ist Kaffee voll. Trinken, ne? Ja. Ja. Dann, was da dann durch das Kabel durchfließt, ne? Das muss man sich mal vorstellen, was da für Energieflüsse. Ja. Ja. Sag mal, und was ich mich noch frage, ist, wie viele Ladevorgänge können die Akkus denn ab? Weil man hat ja, jeder kennt es ja von dem Handy, so nach 2 Jahren, nach 1000, keine Ahnung, Ladevorgängen, ne, sind die Akkus ja nicht mehr so. Du hast 8 Jahre Garantie auf den Akku? 8 Jahre oder 160.000 Kilometer. Das heißt, das ist die Garantie, das ist an sich schon ordentlich. Außerdem, wir haben jetzt in dem Auto 630 Kilo Batterie. Das ist nicht ein starrer Block, sondern das sind 36 Module nochmal. Mhm. Das heißt, sollte da irgendwas an der Batterie sein, ist es eben nicht die komplette Batterie platt, sondern du kannst einzelne Module auch austauschen. Ah, okay. Das macht Sinn. Ja, komm, dann fahren wir weiter. Viel Spaß. Danke. Danke. Steckst du noch das Wollt Kabel ihr das noch abmachen das vorher? Oder? Ja. Ach so, das muss man ja wieder abmachen. Oder machen wir einen, einen auf Tankwart. Ich dachte, das wäre Wireless. Wireless laden, das ist alles klar. So. Komm, ciao. Boah, nervt der mich schon wieder, der Typ. Ey. Ohne Witz, der nervt mich so dermaßen. Jetzt fährt er wieder weg. Jetzt macht er wieder denselben Witz, dass er ohne mich fährt und ich stehe im Regen. Den stoppt der Matthias!
Ah, witzig. Du bist so witzig immer. Nein. Was habe ich euch gesagt? Dann machen wir denselben Witz. Immer dasselbe. Ach nee. Ob man die Reku verstellen kann? Hier, frag, was du möchtest. Bin nicht dein. Sag mal, Felix, kann man hier Rekuperation verstellen? Ja, kann man machen. Soll ich das über den Funk erklären oder wollen wir kurz, soll ich kurz zurückkommen? Komm, gerne. Ich komme zu dir eben. Pass auf. Ist ein größeres Thema. Ja. Du bist ja schon ein paar Elektroautos gefahren. Ja. Da ist das Hauptkonzept ist ja momentan diese One-Pedal-Recuperation. Genau. Haben wir hier nicht. Mhm. Wir haben eine Rekuperationsleistung von 265 kW, was richtig krass ist. Wir laden maximal mit 270 kW, Tesla rekuperiert, glaube ich, mit 50 kW. Wenn du jetzt vorstellst, wenn wir mit 265 kW verzögern würden, auf die Art und Weise, dann würden wir ja gegen eine Wand fahren. Genau. Das heißt, in dem Auto ist die Rekuperation eigentlich vollständig über die Bremse. Du siehst hier oben die Anzeige. Sobald du, also solange du in diesem Bereich bist, rekuperiert, ist deine komplette Rekuperation über die Bremse. Dieser Bereich ist zum Beispiel variabel. Wenn du jetzt mit 100% Batterie anfängst, kann der nicht so viel rekuperieren. Weil er nicht voller machen kann. Richtig. Aha. Das ist ein ganz, was man alles nachdenken muss, ne? Mhm. Ja, das ist ganz spannend, weil so viele neue Sachen da sind. Aber für mich, extrem viel lernen, damit ich Ahnung von dem Auto habe. Ja. Der Witz dabei ist jetzt, dass die Leute, die das Auto gebaut haben, sich gedacht haben, okay, dieses Auto soll fahren wie jeder andere Porsche auch. Mhm. So, das ist das tut er? Man muss seine Fahrweise nicht anpassen. Es gibt einen Rekuperationsmodi, der Automatik heißt. Das heißt, vorne die Kameras gucken immer, was ist vor dir. Mhm. Praktisches Beispiel, Autobahn 160 km/h, du gehst vom Gas. Wenn die Autobahn leer ist, segelt das Auto, weil das Auto sagt, das ist die effizienteste Art und Weise, das Auto zu bewegen. Mhm. 200 Meter vor dir, Auto mit 140 km/h fährt. Das heißt, das Auto weiß, okay, du musst früher oder später bremsen. Dann tut das Auto rekuperieren. So, der Witz ist jetzt, ihr könnt das mal ausprobieren. Ihr seid die ganze Zeit auf Sport Plus gefahren wahrscheinlich. Sport Plus, ja. Wenn ihr dann vom Gas geht, rekuperiert das Auto auch schon ganz wenig. Genau. Das ist quasi die Nachempfindung von dem Schleppmoment, was du von einem Verbrennungsmotor hast. Mhm. Das heißt, es fühlt sich an wie ein Verbrennungsmotor. Ja, tut wenn du jetzt auf normal gehst, dann rollt er fast nur. Dann bist du in dem Segelmodus drin. Du kannst das auch noch hier über diesen Knopf umstellen. Ne? Ah, dann wechselst du auch noch zwischen Segeln und Rekuperieren. Ah, okay. Cool, vielen Dank. Wir probieren das nochmal aus eben. Also das ist echt interessant, weil beim Audi e-tron ist das tatsächlich auch so. Die haben eine Stufe hier, kannst du am Pedal verstellen, da rekuperiert er ein bisschen mehr und eine Stufe, wo er ein bisschen weniger rekuperiert. Also es ist wirklich interessant, dass Porsche das so macht. Der soll so fahren wie ein normales Auto, weil dieses One-Pedal-Driving lieben alle Elektroautofahrer, aber vielleicht nicht alle Porsche-Fahrer, weil die wollen lieber ihren Porsche haben. Ja, wie die das hingekriegt haben. EQC oder i3 oder so, ganz viele andere Elektroautos wollen dieses One-Pedal-Driving ermöglichen. EQC kannst es komplett verstellen, kannst auch so segeln oder du machst hier ganz runter und die Rekuperation auf Maximum und dann ist es wirklich fast One-Pedal-Driving. So, jetzt probieren wir mal aus, ne? Jetzt mal ganz im normalen Modus unterwegs. Jetzt segelt er. Jetzt drücke ich hier drauf auf Reku und dann rekuperiert er ein bisschen. Mhm. Und ich habe jetzt zum Anhalten nicht die Bremsbeläge angelegt. Hast du ja gesehen, das war hier nur bis da oder so. Das war nur die Hälfte der Bremskraft, die wir über die Rekuperation erreichen können. Und wir haben nicht die Bremsbeläge angelegt. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Der bremst einfach nur über Stromrückgewinnung. Gucken wir jetzt mal, wann das anfängt. Halt mal bitte fest. Jetzt bremst er. Und dann geht er schon fast ins ABS. Ja, bleib ruhig sitzen. Wir können mit dem GT4 und mit dem Spider noch eine Runde fahren. Das finde ich auch gut. Und? Das finde ich gut. Was haben wir? Und? Wir müssen mal ganz realistisch an die Sache rangehen. Wir haben hier sehr, sehr, sehr schwierige Bedingungen. Es ist ein GT2 kräftig anstrengend, ne? Ja, aber ich habe ihm das ja versprochen. Wir machen das mal ganz kurz anders. Wir starten jetzt das nächste Video. Ja, das seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn der Niklas wieder auf den Upload-Button drauf drückt. Mhm. Und da gibt es dann als erstes Auto den GT4. Machen wir so. Und wir gucken, ob der Axel noch an seinen GT2 RS kommt. Ich habe vielen Dank für den Taycan, Felix. Sehr, sehr gerne. Es hat wirklich mega Bock gemacht. Hat mich Hammer Auto. Ich habe schon unterschrieben. Sehr gut.
ist wirklich krass. Absolut krass. Oh Mann, ey, das ist echt so, ich will nicht aussteigen. Kennst du das? Ja, das Schöne ist, wir steigen jetzt woanders wieder ein. Lass mich doch mal eine Ausrede. Das ist wie wenn du einen guten Freund verlassen musst. Weißt du, das kennst du wahrscheinlich nicht. Aber eigentlich hätte ich jetzt gerne, dass der Herr Porsche sagt, du findest das Auto so toll, dann nimm den doch mit. Weißt ich du? Streichel dich mal, weil der Herr Porsche... Das will ich eben nicht. Weil der Herr Porsche sagt das bestimmt nicht. Und ich streichel dich mal. Wir stellen ihn hinten hinter die Tribüne und dann können wir den nachher mitnehmen einfach. Wir sagen, wir wüssten nicht, wo der Schlüssel ist. Aber ist da eine Steckdose? Oh.